Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge E-Mails 22 auf der wunderschönen Deutschland-Map. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir uns ja die Schafe geholt. Ich packe nochmal kurz hier den kleinen Viehtrailer oder ja, Tiertransporter, je nachdem, wie man den irgendwie nennen will. Und ich habe mir nochmal ein bisschen Heu besorgt. Das habe ich mir liefern lassen. Ist direkt am Hof. Und, wir müssen da daneben parken. Ja, danke erstmal für die ganzen Däumchen, für die ganzen Kommentare. Nur noch wenige Tage bis zum Release. Und zwar am kommenden Samstag erscheint ja die Map für den PC. Ne? PC only. Zwei Versionen gibt es. Die HD-Version und die normale Version. Ne? Checkt natürlich vorher erstmal, ob euer PC die HD-Version überhaupt verarbeiten kann. Das heißt, die Version mit den HD-Texturen, die ich jetzt übrigens auch nutze, die ist halt für die gedacht, wo man halt ein bisschen mehr Performance und ein bisschen mehr Dampf unterm PC hat. Ne? Das heißt, wenn euer LS gerade so eben läuft, kann ich euch nicht empfehlen, die HD-Version herunterzuladen. Gut, so. Wir haben jetzt hier bei uns am Hof haben wir einmal die Tierchen. Wir können mal kurz reingehen hier. Gucken uns das Ganze mal an. Da sind die Schafe. 12 Schafe haben wir uns geholt und einen Schafsbock. Ja, hier haben wir den Futterbereich. Das heißt, den werden wir gleich versorgen. Und ich glaube, Stroh brauchen wir, glaube ich, gar nicht hierfür. Ne? Ich gucke mal kurz bei den Tieren. Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, guck mal, die brauchen nur Wasser und Nahrung, Stroh. Gut, habe ich jetzt einen Ballen da. Schnell mal das Tor zu machen. Nicht, dass die mir hier noch weglaufen. Und dann werden wir uns heute mit dem Füttern beschäftigen. Ach, warte, kann ich eigentlich auflassen. Ne? Das heißt, wir versorgen mal die Tiere. Und dann werden wir gleich Wasser von der Mühle holen. Ne? Ist halt auch sehr, sehr cool. So, wir könnten natürlich mit dem Fendt hier arbeiten. Das werden wir auch gleich machen. Mit dem fahren wir nämlich gleich mit dem Wasserfass mal eine kleine Runde. Ist übrigens der von Schnibbel aus dem Modhub. Und der ist von der LSFM-Seite hier. Der schöne Klaas Thorion. Und den können wir quasi nutzen. Ich habe da oben noch, guck mal, das sind die Fahrzeuge, die ich euch beim letzten Mal unterschlagen hatte. Denn die habe ich nicht gezeigt. Und zwar haben wir einmal noch einen Stroheinstreuer für den Kuhstall, einen Futtermischer und den Manitou. Ne? Vorne mit einem Adapter. Damit ich auch die Frontladergeräte nutzen kann und die nicht doppelt habe. Ne? Vielleicht auch nochmal kurz so zur Info. Gut, dann würde ich sagen, schwingen wir uns mal rein hier in dieses schöne Fahrzeug. Der hat auch Simple IC. Finde ich recht cool. Lenkrad können wir mal ranziehen und dann starten wir mal das Vehikel. Und fahren mal ein Stück zurück hier. Lassen wir die Tür gleich mal auf. Und nehmen mal hier die Ballenzange. Die Göweil, die müsste eigentlich dran gehen. Ja, macht sie auch. Zack, da können wir die mal direkt hochheben hier. Und dann fahren wir hier mal rückwärts raus. Möglichkeiten haben wir viele hier. Hier ist der Motorsound nicht so laut. Deswegen wirkt das jetzt ein bisschen leiser. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Gerät. Wir machen mal die Rundumleuchten an. Safety first. Und dann können wir mit dem schönen Fahrzeug hier nämlich erstmal, ja, den ganzen Spaß so ein bisschen ready machen. Ne? Ich guck mal gerade, wie kriege ich die Gabel eigentlich vorne auf? Da muss ich gleich mal gucken. So, Vorwärtsgang. Muss ich gleich mal gucken, ey, wie kriege ich den jetzt auf? Das ist ja schon eine schöne Ballenzange, ne? Habe ich da eine Doppelbelegung drauf? Ihr müsst gleich mal gucken hier. Eigentlich müsste die mit der Frontladergeschichte gehen. Die so auf, so auf. Ich muss mal kurz die Modi einmal durchschalten. Oder muss ich da wieder eine Taste drücken? Das ist nämlich bei manchen Geräten so. Mit dem, ich nutze nämlich den Trustmaster Farmsim Stick. Und eigentlich brauchen wir jetzt nur hier das Ding mal aufmachen, ne? Die Frage ist, wie kriege ich den jetzt auf? Hör mal. Muss ich mal kurz gucken. Das geht jetzt rauf und runter. Okay. Gute Frage, ne? Muss ich mal kurz schauen, wie kriege ich den jetzt auf? Muss ich aber in der Taste gedrückt halten? Gehen wir mal kurz in die Einstellungen. Beziehungsweise eigentlich ist das ja so wie bei dem anderen Fahrzeug. Aber mit der Ballenzange habe ich ehrlich gesagt noch nicht gearbeitet, ne? Wir gehen mal kurz hier rein. Gamepad, genau. Farmsim-Stick. Und dann gehen wir mal auf Frontlader. Wir schauen mal eben kurz. Fahrzeug in Arbeit, Gestänge,
Arbeitsmodus wechseln. Arbeitsmodus links, rechts, Frontalarm heben, Werkzeug öffnen. Farmsim-Stick 27. Das ist ja eigentlich die Taste. Aber das ist ja wieder ein bisschen anders, glaube ich. Macht da nicht. Schön. Habe ich keine Ballengabel? Das würde das Ganze ein bisschen einfacher machen. Ne? Warte mal mit Rosenthal. Ne? Aber eigentlich ist das die... ist der Vorführeffekt wahrscheinlich, ne? Oder muss ich da wieder das Gerät wechseln? Will er nicht? Will er nicht. Schön. Wäre ja auch zu einfach jetzt, ne? Dass das so einfach funktioniert. Oder muss ich wieder eine Aktionstaste drücken? Das ist halt echt immer schwierig, ne? Da geht's auch nicht. Mal gedrückt halten. Nö. Gut, mit der Maustaste wird es normalerweise auch gehen, wenn ich die Taste nicht unbelegt hätte, glaube ich. Ich guck mal gerade. Nee, geht's natürlich wieder nicht. Oder? Da geht's noch auf und runter. Der mittleren Taste normalerweise eigentlich beide gedrückt halten und dann nach vorne und nach hinten. Ah, da macht er nichts, ne? Schön. Ich liebe es, wenn das funktioniert. Wir gucken nochmal. So, Gerätefunktion. Ja, haben wir eigentlich gehabt, ne? Fahrzeug, Frontlader, das ist ja Frontlader. Und da müsste das ja eigentlich soweit gehen, ne? Links, rechts, rechts, links. Wir gucken mal. Geräteachse heben, Steuerung K. Das ist das. Steuerung. Da geht's so. Das ist das, okay. Wie kann ich das denn ansonsten mit der Taste öffnen? Lass uns mal gucken. Da sind wir schon wieder bei Kran. Kran ist es ja nicht. Umschalt links und K. Nee, eigentlich nicht. Schön. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht das Richtige. Umschalt links und K. L, nö. Da verschiebe ich das nur mit. Kann doch nicht sein. Frontladearm ein- und ausfahren. Das ist auch klar. Senken, öffnen, schließen. Aber warte mal, Göwal hatte doch separat, ne? Ich glaube, Göwal wurde separat reingeschrieben. Vielleicht muss ich das bei dem hier auch nochmal machen. Ballenzähler und Ballenseite abladen. Nee. Klappzustand, das ist es auch nicht, ne? Ich dachte, das wäre jetzt damit drin. Aber ist es nicht. Mann, 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 Mann. Das kann jetzt nicht sein. Dass er es nicht aufkriegt. Das ist immer so mit den Achsen, ne? Bei den einen Achsen klappt es, bei dem einen wieder nicht. Eieieiei. Umschalt links J und N. JN ist hoch und runter. Geräteachse senken. Machen wir mal das hier. Ist auch wieder das Gleiche. Ist eigentlich nicht das, was ich will, ne? Ach, toll. Was willst du machen, ne? Machst du nix. Mach mich einfach zum Affen. Muss ich mal checken. So, ich nehme mal was anderes. Weil da das hier mit der Maus nicht klappt und ich will jetzt nicht alles auf Standard zurücksetzen, nehme einfach mal ein anderes Gerät. Ich verstehe das nicht, ne? Warum man den jetzt hier nicht aufmacht. Ach, warte mal. Ich bin einfach eigentlich bekloppt. Wisst ihr warum? Man sollte auch die Schläuche dran machen, ne? Wir sind ja mit Ballereilen ankuppeln unterwegs. Okay, gut. So, Leute. Ich habe jetzt mal so 4 Minuten eures sinnvollen Lebens einfach aus dem Fenster geschmissen. Schreibt mir mal eure Meinung dazu, wie ihr das findet. Stimmt, wir haben ja mal alles ankuppeln drin. Ach, du Heiland. Ach, herrlich. Didim. So ist es manchmal, ne? So, fangen wir mal ran hier. Können wir das so einigermaßen vernünftig sehen? Ja, das passt soweit. Aber ich vergesse das immer, ne? Weil die haben ja eine Hydraulik, die Dinger. Und, oh, jetzt schiebe ich das ganze Ding weg hier. Ja, gucken wir mal, kommen wir da ran. Ja, jetzt haben wir es, ne? Ach, herrlich. So, jetzt fahren wir mal ein kleines Stück zurück. Oh Mann, ey. Schreibt mal in den Chat, ob ihr gerade den Bildschirm angebrüllt habt. Das würde mich mal interessieren. Aber das ist ja genau das, was ich meine, ne? Ich schneide dir nichts weg oder so, ich nehme dir nichts weg. Manchmal stellt sie einfach dusselig an. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ist einfach nur menschlich, ne? So, jetzt gehen wir mal hier in den Futtertrigger. Da können wir nämlich mal gerade kurz schön reinfahren. Ich komme darüber nicht weg, ne? Ich komme darüber nicht weg, Leute. Ihr könnt es auch lose reinfahren, wenn ihr wollt, ne? Aber
mache das jetzt mal so. Dass wir den mal hier ablegen. Machen den mal auf. Und dann müsste sich eigentlich alles füllen. Ne? Wie viel Futter haben wir jetzt hier drin? Wir gucken mal. Reicht das erstmal? Oh, ist jetzt nicht so viel, ne? Das reicht jetzt so gerade eben. Guck mal, ihr seht tägliches Futter. Das ist also erhöht, ne? Weil irgendjemand hat, glaube ich, in den Kommentaren geschrieben, das reicht ja nie aus bei den Tieren. Also hier haben wir erhöhter Verbrauch oder realistischer Verbrauch von Futter. Ne? Das heißt, wir brauchen 23.000 Liter. Aber fürs Erste sollte das erstmal soweit reichen. Gut, Futter ist drin. Das heißt, wir fahren jetzt gleich nochmal zur Mühle und kümmern uns um das Wasser. Nämlich Wasser brauchen wir auch noch. Zack, wir steigen mal kurz aus, machen das Tor schon mal zu. Ne, die Tiere sind soweit versorgt. Dann brauchen die nur noch ein bisschen Wasser. Und dann stellen wir den jetzt einfach mal hier so beiseite ab. Weil den brauchen wir später nochmal irgendwann. Ne? Wenn dann die anderen Tierchen kommen. Und dann passt das. Gut, schön. Hydraulikschläuche sind wichtig, damit die Funktion gegeben ist. Ne? Merken wir uns mal. So, den machen wir aus. Der muss ja auch nicht die ganze Zeit hier laufen. Und dann schwingen wir uns mal hier in den Fendt und werden das Wasserfass holen. Das habe ich... Wo habe ich das Wasserfass denn hingestellt? Ich guck mal gerade kurz. Steht das hier hinten? Oder habe ich noch gar keins besorgt? Doch, guck mal, da steht das. Da fahren wir jetzt zur Mühle mit. Und werden die Tiere dann auch noch mit Wasser versorgen. Da passt jetzt nicht so viel rein in den Großen. Ich hoffe, der Kleine schafft das hier. Zack, steigen wir mal ein. Und dann machen wir das mal zu. Ist natürlich auch wieder hier mit Interactive Control mit verbaut. Ihr könnt hier die Seiten ändern. Ihr könnt das rein- und rausfahren, wenn ihr es wollt. Ja, diverse Sachen öffnen. Ne? Könnt auch hier Tempomaten einstellen. Könnt Sachen heben, senken. Könnt hinten auch das Fenster aufmachen und, und. Also jede Menge Funktionen auf jeden Fall. Ne? Könnt auch den Blinker da quasi bedienen. Licht durchschalten, wie ihr seht. Also echt ein cooles Gerät. Und mit dem fahren wir jetzt mal los und fahren mal rüber hier zu unserem Wasserfässchen. Da fahren wir mal kurz durch den Stall. Der ist ja noch leer. Und der Stall ist auf jeden Fall auch recht schick. Ne? Wir können ja mal ein bisschen Sonne reinlassen hier. Warte mal, ich fahre mal ein Stückchen rüber. Können wir mal den Stall mal ein bisschen Licht reinlassen. Einfach hier ranstellen, linke Maustaste drücken und da fährt dann der ganze Spaß hier hoch. Das hier ist kein Milchviehbetrieb. Ne? Das ist für die für Rinder, also für die Fleischaufzucht. Man hat keinen Trigger hier für Milch. Das heißt, wenn ihr mit Milch quasi was machen wollt, müsst ihr dementsprechend den Lindenhof nehmen. Hier haben wir noch ein schönes Silo. Da passt auch genug rein. Ich glaube, so eine Million weiß ich jetzt nicht, aber wir werden es immer mal haben, dass wir den auch mal voll haben. So, ich stelle auch mal hier wieder bei VCA den Rückfahrmodus ein. Finde ich immer ein bisschen entspannter. Vorwärtsgang, da guckt er dann direkt nach vorne. Und dann fahren wir jetzt gleich mal zur Mühle. Hier sollten wir die Schläuche dran machen. Und jetzt gucken wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Ne? So, Wasser brauchen die noch. Das heißt, wir fahren am besten hier raus, fahren hier runter direkt zur Mühle. Genau. Ist ein kurzer Weg. Aber die Mühle auch wirklich sehr schön. Und die könnt ihr natürlich kaufen, die Mühle. Da ist aber auch der Wasserträger. Und da ist es so, da könnt ihr dann auch quasi, wenn ihr die Mühle kauft, Mehl produzieren. Das Mehl braucht ihr dementsprechend für die Produktion von Kuchen und vom Brot, glaube ich, war es. Ne? So, wir fahren mal hier rechts. Den steilen Hang runter. Die kleine Passage hier. Oder sind wir halt relativ schnell dann auch da unten. Da ist ja noch unser anderes Feld. Ich glaube, da war Weizen drauf. Und auch hier die Passage mit den einzelnen Höhen. Das sieht auf jeden Fall auch recht schön aus. Man hat hier so ein paar kleine Rinnen. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man da runterfährt. Weil ich bin einmal zu schnell runter und da hat es mich ein bisschen gedreht. Ja, da sehen wir schon unser Weizenfeld. Werden wir natürlich auch bald ernten. Dann haben wir auch unser eigenes Stroh. Wir werden alles in Ballen verarbeiten, weil wir, wie gesagt, über unseren Kuhstall und über den Schafstall ein Universallager haben für Paletten, für Produktionspaletten und für Ballen. Da kann man alles wirklich wunderschön einlagern. Und jetzt sind wir gleich mal hier bei der wunderschönen Mühle und werden uns die gleich mal kurz angucken. Aber Achtung, hier kommt ein Zug, ne? Grüße gehen raus an lieben Felix. Bitte nicht parken hier drauf, ne?
So. Da seht ihr auch, die Trigger kann man einblenden und auch ausblenden lassen. Die sind bei der Map mit verbaut. Ne? Und dann einfach R drücken. Und dann macht er Wasser voll. Solltet ihr mal was anderes transportieren wollen, ne? Und das Wasser nicht mehr brauchen, einfach hier hinfahren und I drücken. Das kostet auch nichts. Da könnt ihr es auch wieder abladen hier, ne? Das ist sehr praktisch, finde ich. Ja, weil ansonsten muss man das Ding wieder leeren und da muss man wieder warten und. Schauen wir mal. Gut, hier ist die Mühle. Ja, sieht auch optisch sehr klasse aus. Man kann auch von hier, von der Seite her, mal so ein bisschen dran laufen. Und kann dann hier sich den ganzen Spaß so ein bisschen angucken. Ja, sieht auf jeden Fall recht gut aus. Und hier, ach guck mal. Ach, haben wir auch noch ein Sammlerstück gefunden. Ein bisschen Geld. Auch nicht schlecht. Und da kann man ein bisschen ranlaufen. Man kann sich, wie gesagt, das Gerät ja auch kaufen. Jetzt haben wir noch so ein bisschen Geld geholt. Ja, kann man machen. Wenn ich mal so eins sehe, nehme ich es einfach mit. Ist einfach so. Ne? Seht es als Subventionierung. Und hier könnt ihr Sachen entweder verkaufen, wenn euch das Ganze nicht gehört. Oder wenn es euch gehört, könnt ihr hier Sachen abladen. Hier spawnen quasi das Mehl. Und hier könnt ihr es kaufen. Das kostet 200.000. Aber das kaufen wir uns erstmal nicht. Denn wir haben ja, glaube ich, sogar noch Schulden. Ne? Guck mal, wir haben noch 750.000 Schulden. Ich könnte ja jetzt die 30.000 schon mal zurückzahlen. Ne? Wobei, das machen wir später irgendwann. Vielleicht brauche ich das Geld nochmal. ihr wisst ja, ne? Ich um Kredite zurückzahlen ist immer so ein Ding. Gut, dann schwingen wir uns mal hier in die Karre. Fahren dann mal so einen kleinen Bogen jetzt hier. Und werden dann zurückfahren zu unserem Hof. Man könnte jetzt hier auch quasi links hochfahren. Ich wende jetzt einfach mal hier auf der Grünfläche und dann fahren wir den gleichen Weg wieder zurück. Dann laden wir gleich das Wasser ab für unsere Schafe und dann sind die schon mal komplett versorgt. Und ja, dann kann es auch schon wieder weitergehen. Ne? Das heißt, die ersten Tiere, die so ein bisschen was produzieren, sind dann auf jeden Fall schon mal da. Die Kühe kommen dann später, wenn wir dann die Silageballen quasi fertig haben. Die müssen ja ein bisschen gären. Ne? Man könnte dementsprechend auch das Silo nehmen. Werden wir auf jeden Fall auch mal befüllen. Aber am Anfang werde ich erstmal ja, Ballen produzieren, die dann wickeln. Das heißt, wir brauchen auch noch einen Ballenwickler. Und Heu werden wir auf der anderen Wiese machen. Damit wir auch Heuballen pressen. Und ein bisschen Grasballen mache ich auch. Da werde ich noch ein paar Ballen nicht wickeln. Und mit dem schönen Fendt hier werden wir es verladen. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ne? So, wir fahren mal hier hoch. Wir können nämlich auch hier hochfahren. Da gibt es nämlich auch so noch so eine kleine Zufahrt. Die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Hier auch noch eine schöne Grünfläche, die wir haben. Da unser Kartoffelfeld hier rechts. Und hier unten haben wir auch noch so ein kleines Türchen. Da kann man auch reinfahren, ne? Guck mal. Zack. Fahren wir mal hier rein. Und da sind unsere Schafe, ne? Und der Schafsbock natürlich, ne? Der Schwatte. Das schwarze Schaf. So, nur mal kurz gucken, dass wir mal Wasser hier reinbringen. Da ist der Trigger, glaube ich. Ich guck mal kurz. Da oben ist er. Ja, da seht ihr schon den Wassertank, aber in der nächsten Ebene ist das Ganze. Und so können wir dann jetzt gleich hier einfach mal rückwärts ranfahren. Haben die Tiere dann mit Wasser erstmal versorgt. Ah, Rückwärtsgang mal rein hier. Zack, da oben seht ihr schon diesen blauen, diese blaue Markierung. Das ist der Wassertrigger für die Schafe. Und hier oben holt ihr halt Gülle raus. So, einmal abladen bitte. Ich weiß gar nicht, wie viel Wasser da reingeht. Wir gucken uns das mal gerade kurz an. Er lädt ja gerade noch einmal ab. Da seht ihr schon, Wasser braucht man hier nicht so viel. Nahrung ist natürlich so eine Sache. Da brauchen wir noch ein paar Ballen. Ich werde noch ein paar Grasballen produzieren. Weil Heu werden wir, glaube ich, eher für die Mischration quasi benötigen. Aber wir haben jetzt erstmal so das Nötigste soweit hier fertig gemacht. Und ich würde sagen, das soll es dann auch erstmal heute mit einer weiteren Folge gewesen sein. Ja, zur Deutschland-Map. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Und dann sage ich mal, ja, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.